Hallo, mein Name ist Stefanie Holz und ich bin die Bundesjugendsekretärin der IG Metall. Gemeinsam mit dem Jugendforscher Simon Schnetzer haben wir die Jugendstudie Plan B entwickelt. Gemeinsam haben wir mal geguckt, okay, wie tickt eigentlich die aktuelle junge Generation? Denn wir erleben seit etwa anderthalb Jahren, ausgelöst durch die Corona-Krise, eine Situation, die es so bisher einfach noch nicht gab. Und deswegen ist es natürlich ein Herzensanliegen, dass wir als IG Metall, als IG Metall Jugend eben auch mal genau hinhorchen, okay, wie geht's eigentlich unseren jungen Auszubildenden, Dualstudierenden, Studierenden und jungen Beschäftigten in dieser besonderen Krisensituation. Unsere Jugendstudie Plan B verfolgt dabei drei große Ziele. Zum einen Beteiligung, denn wir wollen nicht nur über die junge Generation reden, sondern wir wollen mit der jungen Generation reden. Das passiert zum einen über die interne Befragung, die gelaufen ist, an der 49 Geschäftsstellen teilgenommen haben, und zum anderen eben auch über die Trendtalks, wo nochmal gezielt in den Zielgruppen nachgefragt wurde, okay, wie sieht es jetzt dann bei dir persönlich wirklich im Leben aktuell aus? Zweites Ziel war es, mal genau hinzuhorchen, okay, was sind denn jetzt eigentlich die Themen? Weil natürlich viel gefühlte Wahrheiten irgendwie auch durch die Medien geistern, aber wir wollten nochmal genau hinhorchen, okay, wie geht's jetzt euch eigentlich wirklich konkret in dieser Krise? Und daraus abgeleitet natürlich dann die Handlungsstränge, die Handlungsaufträge. Was müssen wir als IG Metall Jugend, als IG Metall tun, um eben die konkreten Probleme auch dieser Generation lösen zu können, um die Hand zu reichen, sie zu beteiligen, um sie mitzunehmen konkret, und um damit natürlich auch gezielt auf die Politik zuzugehen. Wir haben uns für die Jugendstudie Plan B bewusst entschieden, mit Simon Schnetzer zusammenzuarbeiten. Simon Schnetzer ist Jugendforscher und an ihn kommt derzeit in Deutschland niemand vorbei, wenn es um das Thema Jugendforschung geht. Und deswegen haben wir uns bewusst für Simon entschieden. Was Simon auch einzigartig macht, ist dieses Format der Trendtalks, was uns wahnsinnig begeistert hat, gerade auch in der Vorauswahl zur Studie, da eben nochmal genau diesen Methodenmix eben auch zu haben, um da ein möglichst breites Bild zu haben und um eben auch unserem Ziel nachzukommen, da eine Beteiligung der jungen Generation hinzubekommen. Vielen Dank, Steffi. Dann lass uns doch mal gucken, was diese Trendtalks denn eigentlich sind. Wir haben die Studie ausgewertet, diese vielen Zahlen der repräsentativen und der internen Befragung, und haben dann geguckt, was sind da für Trends, was sehen wir, was sind die wichtigsten Themen und Ergebnisse. Aber zu dem Zeitpunkt wussten wir nur, was die Prozentzahlen sagen und nicht, was sie wirklich bedeuten. Deswegen haben wir genau diese Themen genommen, sind mit den verschiedenen Zielgruppen, mit Studierenden und Dualstudierenden, mit den Azubis und mit jungen Berufstätigen nochmal ins Gespräch gegangen. Mit einem vorbereiteten Trendleitfaden haben wir dann genau diese Themen aufgegriffen, und konkrete Beispiele sind mit den Azubis, weil das große Thema des Azubi-Trendtalks war die Verschlechterung der Ausbildungsqualität. Und was bedeutet denn das zunächst? Und ein Kfz-Mechaniker sagt, also ein Auszubildender für Kfz-Mechanik sagt, Corona ist der Tod für einen Kfz-Mechaniker. Ich habe mich für diese Ausbildung entschieden, aus dieser Leidenschaft für das Schrauben. Und jetzt sitze ich zu Hause im Homeoffice und darf nicht das lernen, weswegen ich mich gegen ein Studium und für eine Ausbildung entschieden habe. Und genau diese Hintergründe, diese Geschichten sind es, die man braucht eben, um dann aus diesen Statistiken, aus diesen Daten Handlungsoptionen ableiten zu können. Ein weiteres Beispiel mit den Dualstudierenden, wo eine Dualstudierende sagt, ja, ich habe das, was in dem Studium weiterläuft, also der Hochschulteil, der funktioniert so gut oder schlecht, wie halt für Studierende grundsätzlich das Studium läuft, wenn es rein digital ist und man sich nicht in die Bib setzen kann. Aber eben genau dasselbe wie bei den Auszubildenden auch, der Praxisteil, der leidet massiv, weil wir uns nicht mal kurz auf dem Flur mit meinem Ausbilder oder meinem Ansprechpartner austauschen kann. In einer Sitzung ich im Team fragen kann, was andere für Erfahrungen damit gesammelt haben, und ich mir mal kurz Hilfe holen kann. Also genau das, was eigentlich die Ausbildung ausmacht, genau das leidet in dieser Corona-Pandemie am meisten. Und das wurde durch diese Trendtalks nicht nur sehr klar, sondern auch sehr greifbar. Ja, vielen Dank, Simon. Das hat auf jeden Fall schon mal einen guten Einblick gegeben darin, wie eigentlich unsere junge Generation tickt. Und was sich daraus natürlich ergibt, sind konkrete Handlungsaufträge
an uns als Gewerkschaft, als Gewerkschaftsjugend. Und da sehe ich zum einen natürlich den Handlungsauftrag, dass wir gucken müssen, dass wir die Ausbildungsqualität wieder massiv gesteigert bekommen. Und da meine ich nicht nur auf ein Vorkrisenniveau, sondern wir müssen auch gezielt gucken, okay, wo waren vielleicht Sachen auch vorher schon nicht gut in der Ausbildung? Wo hat Corona da jetzt vielleicht auch nochmal wie ein Brennglas gewirkt und Probleme, die es vorher vielleicht auch schon gab, nochmal viel stärker sichtbar gemacht? Ich mache das an einem Beispiel, nämlich der Frage der Dualstudierenden. Da haben wir seit vielen Jahren eine steigende Anzahl an dualen Studiengängen, aber auch an den Dualstudierenden in unseren Betrieben. Und für die müssen wir endlich Rechtssicherheit sorgen. Wir müssen gerade da auch gucken, wie kriegen wir gesicherte Qualitätsstandards im dualen Studium hin. Das kann man machen über einen Rahmenausbildungsplan, über einen Rahmenlehrplan oder ähnliches. Und genau da müssen wir ansetzen. Da ist zum einen die betriebliche Ebene gefragt. Das heißt, wir können da in den Betrieben natürlich auch schon für gute Regelungen sorgen. Wir können da über tarifvertragliche Regelungen gucken. Aber wir müssen da vor allem auch noch mal gesellschaftspolitisch ran. Wir müssen endlich gleiche Rechte für Dualstudierende bekommen. Und so dann eben auch das Thema der Ausbildungsqualität da an der Stelle mit anpacken. Also das Thema Ausbildungsqualität ist für uns ein Herzensthema und es ist vor allem auch ein klarer Handlungsauftrag, dort endlich für Verbesserungen zu sorgen. Aber Simon, wie siehst du das denn? Hast du noch weitere konkrete Handlungsaufträge, die sich aus dieser Studie heraus ergeben? Also ein Thema, was nicht nur die IG Metall-Jugend oder grundsätzlich die Gewerkschaft umtreibt, ist, wie schafft ihr es, diese vielen Menschen, die sich in der Vergangenheit engagiert haben, für die dieses regelmäßige Treffen, zum Beispiel im Ortsjugendausschuss, einfach ein Teil, das war ein Ritual. Man kommt zusammen, man bestellt eine Pizza und man weiß, man geht dorthin. Und es ist eben nicht nur dieses fachliche Sprechen, sondern das sind Freundschaften entstanden. Und all das hat jetzt stagniert über so lange Zeit. Und das wurde in diesen Trendtalks eben auch klar, dass wenn man weiß nicht mehr so genau Bescheid. Ja, manche konnten nicht jedes Mal kommen, aber sie wussten trotzdem Bescheid, was Sache ist, weil man trifft ja auf dem Campus oder im Betrieb Leute, die einem dann sagen konnten, was sonst passiert ist. Und genau das gilt es jetzt eben in den Ortsjugendausschüssen, in den Strukturen, also vor Ort wieder zu beleben. Und ich glaube, dass man gar nicht, also diese Aufgabe ist so wichtig, Engagement jetzt wieder, nachdem sich der Alltag, der Wochenalltag, der hat sich ja anderweitig gefüllt, dass wir das da schaffen, wieder die Priorität, Engagement für die Gesellschaft, für die Mitbestimmung ist eben wichtig und das ist eine nicht ganz leichte Nuss. Ja, auf alle Fälle. Und ich sag mal so, wenn wir die jungen Menschen dann wieder an den Tisch bekommen, sie wieder zu Ortsjugendausschüssen hinbekommen, dass wir dann natürlich auch gucken, und das ist auch ein weiterer Handlungsauftrag, der sich nochmal aus dieser Studie heraus ergibt, nämlich zu gucken, okay, wie schaffen wir es eigentlich, sichere Übergänge hinzubekommen? Sichere Übergänge, gerade an der Frage nach der Ausbildung rein ins Berufsleben. Wie schaffen wir es, die Übernahme vor Ort in den Betrieben zu sichern, für Auszubildende und für Dualstudierende? Das ist ein Kernthema, wessen wir uns jetzt auch annehmen müssen. Ja, vielen Dank, Steffi. Wir haben jetzt hier eine wunderbare Studie gemacht und total viele Daten gesammelt, ausgewertet mit Trendtalks. Was mich jetzt wirklich interessieren würde, ist, wenn wir jetzt auf die Studie schauen, was sind denn aus deiner Sicht so die wichtigsten Erkenntnisse und Ergebnisse daraus? Ja, zunächst einmal, was mich total erschüttert hat, war wirklich zu sehen, okay, egal in welche Zielgruppe wir reinschauen, egal in welche Zielgruppe wir reinzoomen, alle klagen darüber, dass sie veränderte Lebensrealitäten jetzt einfach haben. Das heißt, die Corona-Krise, die trifft uns alle und Auszubildende und Dualstudierende, Studierende da nochmal in einem besonderen Maße. Lass uns nochmal genau drauf gucken. Wir haben nämlich zum Beispiel gefragt, okay, welche persönliche Auswirkungen oder Erfahrungen wurde dann eigentlich festgestellt in der Pandemie? Also wie hat sich das konkret ausgewirkt? Und da hat mich das wirklich fast schon traurig gemacht zu sehen, dass eben 61% angegeben haben, dass sich die psychische Gesundheit einfach verschlechtert hat, dass Beziehungen zu Freundinnen und Freunden darunter gelitten haben, aber auch, dass das Gefühl, das eigene Leben kontrollieren zu können, sich eben auch bei der Hälfte aller Befragten verschlechtert hat. Das heißt, sie haben ein Gefühl, konkret auch fremdbestimmt zu sein, eben durch die Corona-Krise, durch die Corona-Pandemie. Und solche Erfahrungen, die machen natürlich was mit so einer jungen Generation. Das heißt, die Krise verändert
die Lebensplanung. Es treten jetzt Plan A, B, C in Kraft, passend natürlich auch zu unserem Studientitel. Plan B verändert die Corona-Krise eben die konkrete Lebensplanung. Bei den Auszubildenden lohnt es sich auch nochmal genau drauf zu schauen, denn wie hat sich jetzt eigentlich die konkrete Ausbildung während Corona verändert? Da sehen wir zum einen, dass bei 41% der befragten Auszubildenden eben angegeben wurde, dass sich die Ausbildungsqualität, die Ausbildungssituation im Betrieb konkret verschlechtert hat. Das ist fast jeder zweite Auszubildende, der da über Probleme in der dualen Ausbildung klagt. Oder auch die Frage nach der Übernahme, die da mit beantwortet wurde. Oder auch die Einschätzung zu Perspektiven, die sich eben mit diesem konkreten Beruf eben auch ermöglichen. All das sind natürlich Zahlen und Ergebnisse, die gerade auch unsere Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern aufhorchen lassen sollten. Ein weiterer Punkt, der positiv ist, unsere Interessensvertretungen sind konkret da. So haben beispielsweise 87% angegeben, dass sie es erstmal wichtig finden, dass es eine Betriebsrat- und eine Jugend- und Auszubildendenvertretung gibt. Und was dann wiederum ein besonders schönes Ergebnis ist, ist eben zu sehen, okay, die waren eben auch in der Pandemie für unsere Auszubildenden, für unsere Dualstudierenden, jungen Berufstätigen im Betrieb ansprechbar und da, und sie konnten eben auch häufig konkret Probleme lösen vor Ort in den Betrieben. Ein Punkt, der unsere Dualstudierenden und Studierenden nochmal in einem besonderen Maße betrifft, ist die Frage nach dem Abschluss, weil am Ende von so einem Studium soll natürlich ein Abschluss stehen und den sehen viele Studierende und Dualstudierende aktuell in Gefahr. Aber auch was den Wert und was die Anerkennung des eigenen Studienabschlusses abgeht, da hat nahezu jeder Fünfte oder jede Fünfte angegeben, dass sie da eben Probleme sieht. Aber natürlich auch die konkrete Arbeitserfahrung, die Mann oder Frau ja auch braucht, um das Studium erfolgreich zum Ende zu bringen, also beispielsweise Praktikumsmöglichkeiten, aber auch der praktische Teil im dualen Studium, die haben sich natürlich auch massiv verschlechtert durch die Krise und das spiegeln im Prinzip auch diese Zahlen hier wieder. Ja, Steffi, jetzt haben wir schon sehr viel gehört über die Auszubildenden, die Dualstudierenden, die Studierenden. Eine Gruppe fehlt mir hier noch. Wie geht's denn den jungen Berufstätigen? Ja, Simon, wie geht's den jungen Berufstätigen, gerade in dieser Corona-Pandemie? Was wir natürlich sehen, ist, dass es auf einmal wieder große Fragen rund um das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf geht. Und das betrifft natürlich die jungen Berufstätigen dann in einem besonderen Maße. Was sich aber auch abzeichnet, ist eine große Unsicherheit, gerade wenn es um das Thema von Weiterbildungsangeboten geht. Also so haben in der Studie beispielsweise 51% der Berufstätigen angegeben, dass sie Weiterbildungsangebote auf einmal in Gefahr sehen. Das ist deswegen für uns als Gewerkschaft nochmal von besonderem Interesse, weil wir natürlich immer das große Ganze auch sehen. Wir haben eine Transformation, die uns begleitet, die mittlerweile im vollen Gange ist, wo es natürlich umso zentraler ist, die Beschäftigten in den Betrieben eben auf diese Transformation auch vorzubereiten. Und wenn jetzt natürlich die Corona-Krise dafür sorgt, dass Weiterbildungsangebote aufgrund von irgendwelchen Sparmaßnahmen weggestrichen werden, dann ist das natürlich ein riesengroßes Problem, auf welches wir da zurollen als Gewerkschaft. Ein besonders positives Spotlight möchte ich nochmal legen auf die Frage vom Engagement und wofür sich dann eigentlich die junge Generation einsetzen möchte. Und da hat mich wirklich besonders erfreut, die 78%, die wir jetzt hier sehen. Nämlich 78% aller Befragten haben bei uns in der internen Befragung angegeben, dass sie sich für eine gute Zukunft einsetzen wollen, dass sie selber Zukunft gestalten wollen. Und das ist wirklich ein tolles Ergebnis. Und Simon, jetzt erklär doch nochmal kurz, warum sehen wir denn jetzt hier eigentlich zwei Farben? Ja, Steffi, gut, dass du es ansprichst. Wir haben nämlich zwei Befragungen durchgeführt, eine Repräsentativbefragung und eine interne. Und dieser blaue Balken steht für diese interne Befragung aus dem gewerkschaftsnahen Umfeld der IG Metall, bei der sich eben 78% motiviert sind, sich dafür zu engagieren. Und aus der Repräsentativbefragung, die jetzt total unabhängig, das sind auch Azubis, Studierende, Dualstudierende und Berufstätige, aber eben nicht notwendigerweise mit diesem Gewerkschaftsbezug. Und das sind 67%. Und was ich da für mich sehr spannend fand, wie stark eben die Bereitschaft auch aus dem IG Metall-Umfeld ist, sich grundsätzlich zu engagieren für eine lebenswerte Zukunft, aber eben auch für sämtliche anderen gesellschaftlichen Themen, die da jetzt abgefragt wurden. Ja, das ist toll. Und das ist auf jeden Fall auch unsere Chance,
die jungen Kolleginnen und Kollegen anzusprechen, zu gewinnen und vor allem auch zum Mitmachen zu aktivieren. Ja, Steffi, vielen herzlichen Dank dir und auch der IG Metall Jugend für die Zusammenarbeit. Mich treibt an als Jugendforscher, ich möchte junge Menschen beteiligen und gemeinsam Zukunft gestalten. Und genau das haben wir gemacht. Wir haben viele junge Menschen beteiligt, sie gefragt, wie geht es ihnen, wie würde es ihnen besser gehen, was treibt sie um? Und die Ergebnisse dessen als Statistik, als Geschichten haben wir in diesem Datenreport zusammengefasst. Bitteschön. Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, und wir hoffen an der Stelle einfach, dass wir euch neugierig gemacht haben. Denn wir haben jetzt ein paar Schlaglichter beleuchtet, wir haben über die Trendtalks geredet, aber dieser Datenreport bietet natürlich noch so viel mehr. Und ihr habt die Möglichkeit, die Jugendstudie kostenlos auf organize.net herunterzuladen. So, damit wollen wir euch in die Diskussion einladen. Wir wollen euch auch zu Anregungen und Wünsche einladen. All das könnt ihr da lassen, einmal in den Kommentaren. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, uns eine E-Mail zu schicken an jugend@igmetall.de. So, wir als IG Metall Jugend, wir wollen uns einsetzen für bessere Ausbildung, denn das hat die Studie gezeigt. Wir wollen für mehr Ausbildungsqualität sorgen. Wir brauchen mehr Ausbildungsplätze und wir müssen auch an die Übergänge ran. Das heißt, wir wollen auch die Übernahme nach der Ausbildung oder nach dem dualen Studium sichern. Das Ganze packen wir an. Und dafür brauchen wir auch eure Unterstützung. Deswegen setz auch du dich ein für Ausbildung besser und mehr.